Nachdem jetzt dem Computer die Variable Backman-Size bekannt ist, kann man noch einen Wert darin speichern. Um zum Beispiel den Wert 200 zu speichern, schreiben wir Folgendes. Backman-Size ist gleich 200 und am Ende wieder den Strichpunkt nicht vergessen. Man sagt auch, wir weisen der Variable Backman-Size den Wert 200 zu. Die Zuweisung erkennt man hier an dem Zuweisungsoperator, der ist hier durch dieses Ist-Gleichzeichen dargestellt. Der Computer interpretiert das wie folgt. Nimm den Wert auf der rechten Seite des Ist-Gleichzeichens und speichere ihn an eine Variable, die auf der linken Seite genannt ist. Jede Zuweisung an eine Variable überschreibt den Wert, der vor dem Zeitpunkt der Zuweisung in der Variable gespeichert war. In unserem Fall war noch gar keine gespeichert. Diese erste Wertzuweisung an die Variable nach ihrer Deklaration nennt man das Initialisieren der Variable. Achten Sie beim Programmieren darauf, Variablen immer vor ihrer weiteren Verwendung zu initialisieren. Das Deklarieren und Initialisieren einer Variable kann auch in einem Schritt durchgeführt werden. Das schaut dann so aus, dass man einfach nach int backman-size den Zuweisungsoperator ist gleich und dann den Wert 200 schreibt in unserem Fall. Hier wird jetzt also zuerst deklariert und im Anschluss gleich initialisiert. Vergessen Sie aber nicht, dass eigentlich zwei Schritte notwendig sind und Sie bei der weiteren Zuweisung, also bei der Wertzuweisung unten, das Wort int nicht mehr benötigen. Wir schreiben das jetzt um, damit da keine Verwirrung entsteht. Backman-Size ist gleich 200. Jetzt ist die Variable initialisiert und man kann sie auch einfach verwenden. Statt den Fixwerten kann auch jetzt eben der Variablenname geschrieben werden. Unten bei unserem Backman haben wir hier zweimal den Wert 200 stehen. Wir schauen uns das noch einmal ganz kurz an. Der Wert 200 steht dafür, wie groß der Backman ist. Und diesen Wert ersetzen wir jetzt einmal durch Backman Size. Man kann das hier einfach so hinschreiben. Und wenn man abspielt, dann hat sich natürlich hier noch nichts verändert. Wie man sieht, schaut die Grafik immer noch gleich aus. Welcher Vorteil bringt uns jetzt also eine Variable? Nun ja, wir sparen uns jetzt hier das zweimalige Schreiben des Werts 200, sondern haben hier oben einfach einmal 200 stehen. Wenn wir also da jetzt statt 200 300 schreiben, dann wird der Pacman größer. Man wird jetzt vielleicht gleich bemerkt haben, das Auge ist immer noch gleich groß, das schauen wir uns dann in späterer Folge nochmal an. Aber noch einmal zurück zu der Variable. Manchmal kann es nämlich praktisch sein, die Variable nach der Initialisierung an einer Veränderung daran zu hindern. Dazu schreiben wir einfach final int Pacman size hin. Das bedeutet, dass die Variable nach der ersten Initialisierung nicht mehr verändert werden darf. Praktisch ist das zum Beispiel bei einem mathematischen Fixwert wie Pi, der im Nachhinein zu verändern ein bisschen sinnlos wäre. Mit Variablen erleichtern Sie sich aber nicht nur die Schreibarbeit. Man kann mit ihnen auch mathematische Formeln bilden. Wir können hier zum Beispiel statt Pacman Size 200 auch Pacman Size 200 plus 100 machen und unser Pacman nimmt die Summe in der Größe dann an. Das ist jetzt vielleicht nicht gerade die praktischste Anwendung, schauen wir uns also eine hilfreiche Verwendung anhand unseres Pacmans Beispiels an. Wenn wir die Größe des Auges abhängig von der Körpergröße des Pacmans verändern wollen, können wir das zum Beispiel mit einer Multiplikation oder Division umsetzen. Soll das Pacman-Auge ein Viertel der Körpergröße des Pacmans sein, müssen wir die Körpergröße mit dem Faktor 0,25 multiplizieren und in einer Variable für die Augengröße extern abspeichern. Dieses Ergebnis ist meist nicht ganzzahlig, sondern ergibt eine Dezimalzahl. Daher verwenden wir eine Variable vom Typ float, in der wir die Dezimalzahl abspeichern können. Wie schaut das jetzt in der Praxis aus? Wir legen hier einfach eine float-Variable mit dem Namen Pacman EyeSize an und weisen einen Wert zu, zum Beispiel, wie vorher schon erwähnt, die Pacman Size multipliziert mit 0,25. Wichtig ist, dass Sie hier aufpassen, nicht 0, sondern 0 Punkt zu schreiben. Kommas werden ja hier unten zum Beispiel schon bei den gesamten Parametern verwendet, um die Parameter voneinander abtrennen zu können. Deshalb ist in der Informatik ein Komma meistens ein Punkt. Auch die englische Schreibweise für Dezimalzahlen. Wir können jetzt natürlich auch noch hier den Faktor 0,25 in eine eigene Float-Variable auslagern.
Zum Beispiel können wir diese Float-Variable nennen den iScaleFactor, den auch gleich mit 0,25 im selben Schritt schon initialisieren und hier unten die 0,25 durch den iScaleFactor, da habe ich jetzt ein großes E gemacht, durch den iScaleFactor setzen und schon haben wir diese Variable ausgelagert, falls wir diese iScaleFactor-Variable auch noch bei anderen Backmans verwenden wollen. Hier haben wir jetzt die gesamten Berechnungen durchgeführt. Die müssen wir jetzt unten noch bei der Ellipse, die das Auge zeichnet, einfügen, indem wir hier die 40er durch die Variablennamen, oder den Variablennamen eigentlich, obwohl es zweimal ist, Pac-Man iSize, einfügen. Jetzt schauen wir uns das Ganze an. Und wir erkennen, dass die Augengröße zwar ein Viertel der Körpergröße des Pac-Mans ist, allerdings die Position des Auges nicht mehr ganz stimmt, also die ist irgendwo halb beim Mund. Wollen wir also die Größe von Körper und Auge gemeinsam verändern, muss auch Position des Auges relativ zum Körper festgelegt werden. Dazu fügen wir eine Variable Pac-Man Center X und eine Variable Pac-Man Center Y ein. In diesen speichern wir die Mittelpunktkoordinaten des Pac-Mans, also nehmen wir da beispielsweise die 300 mal 300, die hier festgelegt sind, und ersetzen die Fixwerte dadurch. In diesem Fall ist das auch wieder ein Int-Wert, weil wir uns hier keine Nachkommastellen erwarten. Und dasselbe noch einmal für y. Machen wir nun die Position des Auges des Pac-Mans abhängig zu dem seines Körpers. Wenn wir uns die Parameter zur Position des Auges anschauen, dann stehen sie in einer bestimmten Relation zu jenen des Körpers. Das Auge ist vom Mittelpunkt des Pac-Man-Körpers aus um ein Achtel mal Pac-Man-Size nach rechts und einem Viertel mal Pac-Man-Size nach oben verschoben. In Code umgeschrieben heißt das also, die x-Koordinate des Auges ist gleich Pac-Man Center x, das ist ja die x-Koordinate des Mittelpunkts, plus die Pac-Man-Size durch 8. Wir werden das hier jetzt auch gleich für die x-Koordinate des Auges eintragen. Also Pac-Man Center x plus die Pac-Man Size durch 8. Die y-Koordinate ist Pac-Man Center y und jetzt ein Minus, weil wir nach oben gehen, die Pac-Man Size durch 4. Damit das Auge auch bei Größenänderungen von Pac-Man die richtige Größe hat, muss der Radius des Auges von jenem des Pac-Man-Körpers abhängig sein. Dies haben wir vorher schon mit der Pac-Man iSize umgesetzt, nämlich hier. Wenn Sie jetzt Ihren Pac-Man vergrößern oder verkleinern wollen, dann wird das Auge immer an seiner richtigen Position sein und verhältnismäßig die richtige Größe haben. Schauen wir uns also ganz kurz das Programm an, indem wir es hier abspielen. Hier haben wir jetzt den Pac-Man mit dem Auge an der richtigen Stelle. Und wenn wir jetzt hier noch einmal die Pac-Man-Size verändern, nehmen wir die plus 200 einfach weg, dann ist der Pac-Man kleiner und das Auge ist verhältnismäßig an der richtigen Stelle. Wenn wir hier jetzt noch den iScale-Faktor anpassen, zum Beispiel auf 0,15 statt 0,25, dann schaut das Auge auch nicht mehr aus wie bei einem Mutanten. Nun ist es an der Zeit, dass Sie selbst mit Variablen und arithmetischen Operatoren experimentieren. Wir begleiten Sie dabei mit genauen Erläuterungen und mit passenden Beispielen. Abschließend noch ein kleiner Vorgeschmack, was Sie im zweiten Videoteil in diesem Kapitel erwartet.